Wir haben im Sommer Abschied genommen. Die Kleider der Frauen leuchteten lang aus dem Grün. Und nun reiten wir lang. Es muss also Herbst sein. Wenigstens dort, wo traurige Frauen von uns wissen. Wer von Langenau rückt im Sattel und sagt, Herr Marquis,
staubigen Schuhe. Es riecht bis an die Knie. Es schaut in die gefalteten Hände hinein. Es hat keine Flügel. Die Gesichter sind
Das ist viel.
Thank you.
Sessel hängt der Waffenrock, das Bandelier und der Mantel von dem von Langenau. Seine Handschuhe liegen auf dem Fußboden, seine Fahne steht steil im Lehm an das Fensterkreuz. Sie ist schwarz und schlank. Draußen jagt ein Sturm über den Himmel hin. Macht Stücke aus der Not, weiße und schwarze. Der Mondschein geht wie ein langer Blitz vorbei. Und die reglose Fahne hat unruhige Schatten. Offen ist der Sturm im Haus. Wer schlägt die Türen zu? Wer geht durch die Zimmer? Lass, wer es auch sei. Die Betten, die brennenden Gänge, durchtönen wie
Wir kennen den Himmel, ein Rosenbaum, ein Himmel.
Sie hören das ARD-Nachtkonzert heute vom Südwestfunk Baden-Baden. Unsere Sendung begann mit Frank Martins Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke für Alt- und Kammerorchester nach Rainer Maria Rilke. Die Solistin war Marie-Louise Gillis, Erich Schmid dirigierte das Sinfonieorchester des Südwestfunks.